Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf mich. Manchmal aggressiv und abwertend. Vielleicht denken sie über meinen dicken Körper nach, vielleicht über meine Fingertattoos. Hengame Yagobi Farah, geboren irgendwo in Norddeutschland, am internationalen Baklava-Tag, den 17. November. Hengame ist ein Novemberkind, durch und durch. Sie hasst Sommer, Sonne, Hitze. Dafür liebt sie Pink, Beyoncé und zu Hause abhängen. Sie ist kein Mann, keine Frau, smash the binary. Hengame schreibt über Mode, Rassismus, Sexismus und den ganzen Scheiß. Für die Taz, das Missy-Magazin und ihren Blog. Gender Love bedeutet für mich die Vorstufe von Gender Fuck. Und das ist die Dekonstruktion von Geschlecht. Lange wollte ich jeden Funken von Weiblichkeit an mir selber zerstören. Um zu überleben in einer Welt, die Weiblichkeit hasst. Mittlerweile lasse ich mich von Binaritäten nicht mehr beeindrucken. Gender ist eine Spielwiese, über die niemand wirklich die Deutungshoheit hat. Ich zelebriere feminine wie maskuline Eigenschaften an mir. An einem Punkt in meinem Leben habe ich erkannt, dass ich gar nicht schön sein muss. Zu wissen, dass ich niemandem Schönheit schulde, gibt mir Kraft. Mir meinen Körper anzueignen, um meine Selbstwahrnehmung von einer Außenwahrnehmung zu lösen, finde ich ermächtigend. I am beautiful and powerful. Ich bin fluide. Also ich finde, jeder Mensch sollte Feminist, Feministin sein, weil es einfach die geilste Scheiße auf der Welt ist. Und ich meine, natürlich ist es unbequem. Genau, es macht Spaß, auch mal den Finger in gewisse Dinge zu packen, die nicht so geil sind. Sorry Leute, ich bin all over the place. Ich musste auch ehrlich mir ein Glas Wein machen, weil einfach ich Anxiety kriege bei diesem Thema. Weil mich jetzt schon wieder alle hassen. Zeichnest dich gerne als fett. Warum ist das für dich in Ordnung und warum ist es für dich auch ein positiver Begriff? Ich bin jetzt die ungepflegte Dicke. Alle denken, mir ist alles scheißegal. Und dann sind alle so, nein, du bist gar nicht dick, du bist voll hübsch. Und die sagen das so, als würde sich das ausschließen. Und ich bin so, nein, ich bin dick und auch hübsch. Das würden andere Männer bestimmt auch gerne über ihre Penisse sagen. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann, ist übergewichtig, weil es so einfach so eine... so was Normales oder was eine Norm sein soll, festlegt. Und dann ist die Frage natürlich, über welchem Gewicht oder unter welchem Gewicht. Und ich finde dick oder fett einfach so, man nennt die Sache bei dem, was es ist, so. Also viel Junk in der Trunk hat, kann das positive Effekte haben. Es fängt für mich schon an, wenn Leute einfach zu mir kommen und sagen, du hast aber zugenommen oder hast du abgenommen, weil das immer schon so bewertend ist. Also abnehmen ist gut. Und zunehmen ist schlecht. Und ich frage mich, warum muss man überhaupt meinen Körper so kommentieren? Hengames coolster Move ist das. Also wenn ich jetzt irgendwie tanze, dann ist es nicht cool. Immer lustig, so okay, mein Fett schwabbelt, ich schwitze, ich laufe rot an oder so, ist sofort lustig. Dann frage ich mich oft, bin ich lustig, weil ich dick bin oder bin ich dick, weil ich lustig bin? Oder bin ich einfach lustig? Ich glaube, du bist einfach nur lustig. Einmal, als ich so einen knallengen Onesie anhatte, wurde ich auf der Straße die ganze Zeit so komisch angeguckt. Finde ich die Message gut. Ich finde, es ist unfassbar ästhetisch. Es ist super empowering, dieses Ding. Ich finde es einfach ein richtig geiles Stück. Wenn dicke Körper immer nur als die Ungesunden dargestellt werden, dann werden diese Vorurteile immer weiter reproduziert. Ja. Wenn aber irgendwie der empowerte, coole, stylische, fette Körper überall wäre, dann wird einfach auch ein anderes Körperbild promoted. It's happening, so, and we know it. Ich finde, Raum ist auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Frauen sollen nicht viel Raum einnehmen. Und schlanke Frauen nehmen ja wenig Raum ein, immerhin. Und dicke Frauen nehmen ja auch viel physischen Raum ein, aber auch viel so sozialen Raum, dadurch, dass eben Blicke auf sie gerichtet werden. Und das steht Frauen nicht zu. Mhm. Nur Typen dürfen laut sein und sich breit machen. Und Präsenz haben. Und Präsenz haben. Ja. Ah, spannend. Die Konversation hat angefangen über unsere Double Standards in der Gesellschaft, dass manche Leute eben freier sind als andere. Obwohl in unseren Grundgesetzen eigentlich steht, dass das nicht der Fall sein darf. Jetzt ist die Problemzone von mir die Gesellschaft, die mir das Gefühl gibt, ich müsste Problemzonen haben. Deep. Wenn die Gesellschaft weggeht, geht meine Problemzone weg, ganz genau.
Also abbauen. Am Ende will Feminismus oder wollen Feminismen eine Welt, eine Utopie, in der niemand, warum auch immer, diskriminiert wird. Und ich finde, das kann sich ja wohl jeder halbwegs normal tickende Mensch aufs Fähnchen schreiben. Equal rights and justice for all. Rise and never fall. Tell them, say, boom. What they gonna do when none of them not true? Say, what they gonna do, them get slew, yeah. Who do you... Voll viele Leute denken, dass dicke Leute automatisch ungesund sind und wollen sich so über die Gesundheit von jemandem so unterhalten, was für mich ja gar nicht Sinn macht, weil man geht ja auch nicht auf die Straße zu Leuten, wenn sie irgendwie eine Wurst essen und sagen, iss lieber eine Banane. Dann gibt es auch die Ebene, wenn ich zur Ärztin gehe, egal was ist, es liegt immer irgendwie an meinem Gewicht. Okay. Also so... Von A wie Schnupfen. Schnupfen. A wie Schnupfen. Von A wie Schnupfen bis Z wie Depressionen, ja. Ist es immer der Körper. Okay. Dann ist es immer so, also keine Ahnung, wenn ich zur Gynäkologin gehe, in irgendwas ist, erstmal 10 Kilo abnehmen, dann, und dann reden wir weiter. Und zum Thema Disziplin. Ich würde sagen, so dieser Mythos, dass man immer diszipliniert und produktiv sein muss, das ist neoliberaler kapitalistischer Bullshit und jede Wampe ist ein Protestschild dagegen. Bitch, ich will dich mal sehen, dass du 4 Stunden jeden Scheißtag ins Fitnessstudio gehst und Gewichte stemmst. Mach's erstmal nach, okay? Meine Eltern wollten früher mal, dass ich mir die Nase operiere, weil sie ihrer Meinung nach zu kanackisch ist. Was? Deine Nase ist doch mal so voll normal. Aber die wollten lieber, dass ich so eine Stupsnase habe wie du. Nee. Und jetzt guck nicht so. Ich polarisiere. Aber ich bin genauso verwundbar und verunsichert wie sie. Ich bin gar nicht so tough, wie ich rüberkomme. Ich traue mich einfach nicht, auf fremde Menschen zuzugehen. Also schlanke Menschen sind? Immer auf ihr Essen bedacht, oberflächlich, sehen gut aus, bekommen die Jobs, können immer easy peasy Klamotten kaufen, ja. Sind glücklicher. Aber vielleicht auch glücklicher, weil sie weniger gedisst werden. Ja, dünne Leute können auf der Straße einfach mal so einen fetten Cupcake essen, ohne blöd angeguckt zu werden. Ja. Weil es das ist, was ich eigentlich möchte, aber wovon ich weiß, dass meine Social Justice Community es nicht so cool finden würde. Frauen sollen gut aussehen, aber auch nicht zu gut, weil sonst sind sie Schlampen. Ja. Also sie sollen ja zum Beispiel auch keine Knochengestelle sein. Ja. Sie sollen auch irgendwie einen Hintern haben und Brüste, aber keinen fetten Arsch. Freunde, wenn es so einfach ist, warum sind wir dann nicht alle schlank, schön und sexy? Vielleicht, weil manche Frauen mehr Wert auf ihr Gehirn als ihren Arsch legen. Hm? Für Axe machen sie die Frauen erstmal runter und dann empowern sie sie. Krass, das wusste ich nicht. Also an alle Privilegierten da draußen, hopp, hopp, ab ins Genderboot. Denn es geht um eine faire Verteilung des Körperfetts. Oder um eine sinnvolle. You're fucking a white male! So, das kommt so ein bisschen aus dem englischsprachigen Raum. So Fat Activism, also Fettaktivismus, dass eben Fett positiv besetzt werden soll und nicht immer nur als eine Beleidigung oder als was Schlechtes. Wenn ja, möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen dafür. Es tut mir ehrlich leid, es ist keine Absicht, mein Schaden ist einfach sehr lang. Ich finde es eine richtig fette Gender-Party. Und hey, ich bin echt in Partystimmung. Mainstream und Feminismus, Daumen hoch. Ich bin da vielleicht auch manchmal so ein kleiner Feminismus-Populist. Wer hat Angst vorm schwulen Mann? Ich freu mal. Ja. Also daran müssen wir definitiv arbeiten, oder? Ja. Sehr gut. Auf deinem Blog tust du das ja. Ja. Sehr fein. Fett for fun. Schönes Wort. Schönes Schlusswort. Okay. Sehr gut.